Hallo Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal bei Benny Goes Wild. So, da ich keine Videostoff mehr auf meinem Rechner habe, oder ich habe noch Videostoff, aber es ist alles auf meiner externen Festplatte, wo ich komischerweise seit gestern nicht mehr drauf komme, was mich jetzt vor ein Riesenproblem stellt. Ja. Ich mache mich halt auf Lost Place Tour und hoffe, dass ich irgendwas finde, um für euch ein Video zusammen zu schnibbeln. Seid gespannt und bleibt dabei. Ich hoffe, wir finden was. Und wenn ich diesmal auch eine Scheiße finde, ich werde euch das trotzdem mal zeigen, damit ihr auch mal seht, dass diese Touren nicht immer schöne Orte preisgeben. Ja. Manchmal gibt es ja auch voll die grotting Lost Places, wo man sich denkt, oh Gott, hier gibt es ja nichts zu zeigen. Selbst wenn ich sowas diesmal sehe, werde ich es euch zeigen. Alles klar, Leute. Seid gespannt und bis dann. So, meine Freunde, und nochmal herzlich willkommen auf meinem Kanal bei Benny Goes Wild. Hab natürlich schon wieder viele Sachen heute gesehen. Aber ich habe da mal Schiss reinzugehen. Ne? Sind auch meistens immer unmittelbar Wohngebäude noch in der Nähe. Man will ja auch nicht erwischt werden. Ne? Jetzt habe ich hier so ein altes Bahnhofsgebäude gefunden. Sieht natürlich schon sehr runtergekommen aus. Aber es gibt noch so ganz kleine Details überall. Der Raum sieht natürlich auch schon cool aus. Die Farbe hier abplackert überall. Ja. Ich finde das mega. Darf ich auch nicht zu laut sein? Liegt auch überall Glas von wie Sau. Ne? Nicht, dass ich erwischt werde. Wir schauen mal, was wir hier so alles sehen. Ein alter Kachelofen. War ja früher gang und gäbe. Ja. Sieht aus wie Rezeption oder so. Ja. Wie ich schon sagte, altes Bahnhofsgebäude. Krass. Ganze Tapete hier schon am Abrollen. Hier müssen wir sogar durch, sonst kommen wir gar nicht weiter. Sieht schon urig aus, ne? Könnte man vielleicht seine Tickets holen hier? Dann war hier so der Wartebereich und da hinten ist man dann rausgegangen zu den Bahngleisen. Schon gigantisch aus. Der Verfall beginnt. Ja, auch wieder so ein fetter Kachelofen. Somit schon der zweite. Oh. Guck mal, hier war noch so richtig. Da gibt es einen Keller. Ey. Krass. Keller gibt es auf jeden Fall auch. Das wird gruselig wieder. Hier war noch so richtig Parkett. Ja. Haben so eine neue und drüber geklatscht. Die Fliesen. Mit Struktur. Kleines Waschbecken. Was ist hier? Schließfach oder was? Fast so aus, ne? Oh, gebrannt hat sie anscheinend auch schon. Oh, und da kommt die Decke schon runter, Leute. Also, muss ich hier äußerste Vorsicht walten lassen. Oh, 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 oh. Da ich auch wieder alleine bin. Idiot wieder, ne? Zieht euch das rein, ja. Sind das Fliesen? Ne, das ist Styroporkram oder so, ja. Oh, sieht cool aus. Alter, zieht euch das mal rein, ey. Ist die Plastikdecke auch von der Decke getropft, ja. Alter Falter. Und auch die Türrahmen, ey, das sieht ja so heftig aus.
verschmolzen. Ja, ist kein Wunder, dass man hier Einsturzgefahr steht, hier auch draußen dran. Ich werde doch zusehen, dass ich mich hier beeile. Es kommt ein Zug. Güterzug. Scheiße, Leute, zieh dir das mal rein, ey. Na, hier gehen wir auch auf jeden Fall nicht rein. Heute ist schon alles runtergekommen, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Und die Tür vor allem, ey. Das ist heftig. Ja, ich weiß nicht, wagen wir einmal den Blick hoch? Und ich weiß, wo ich nicht hinkomme jetzt. In den schönen Keller, ey. Krasser Dachboden auf jeden Fall. Aber da gehen wir nicht hin. Hier ist ja schon alles, ne? Im Arsch. Ein Stückchen traue ich mich, aber nur ein Stückchen. Und das reicht dann auch, weil da vorne ist alles zerfetzt. Cooler Raum. Aber nichts mehr da. Tja, das war's hier oben wohl auch schon. Schauen wir mal, ob wir irgendwie noch in den Keller kommen. Ansonsten war es das hier sogar auch schon, ne? Da ist sogar eine Tür. Ja, Leute. Hier ist der Keller. Oh, ist das gruselig. Überall so kleine Wände, ey. Kannst du gar nichts sehen hier. Nicht um die Ecken gucken. Alter Kessel hier. Ich liebe ja so eine Keller, ne? Aber auch hier keine wirklichen Details mehr. Alles weg. War hier mal wahrscheinlich Kohle. Nee, hier geht's nochmal weiter. Was ist das denn? Gittertür. Spraydosen, ey. Ja, so uralt sind sie doch gar nicht. 2011? Nee. 94. Oktober 94. Doch, die sind schon älter. Lieber Herr Gesangsverein. Hat jemand Bock auf Spray gehabt? Was ist das denn, Alter? Eine Panzertür? Zieht euch doch mal die Tür rein, Leute, Alter. Was macht hier so eine Tür, bitteschön? Im Bahnhofsgebäude. Das finde ich immer ultra scharf, ne? Richtiger Prügel, ey. Und dieser Raum war vielleicht ein Schutzraum oder was? Vor im Bahnhof? Im Bahnhof ein Schutzraum, Leute? Ist ja äußerst merkwürdig. Vielleicht kann mir einer von euch was darüber sagen. Dann schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall. Das ist ja heftig. Vor allem wird das Ding hier ausgehangen, ja. Ich will nicht wissen, was das Gerät wiegt, ey. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat der kleine, aber feine Lost Place gefallen. Auch sowas muss es mal geben. Kann ich halt immer höchst interessant sein, ja. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall weiter auf den Weg machen. Vielleicht werde ich noch was anderes finden. In dem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao und bleib gesund.